Ja, wir beginnen das dritte Wochenende der Ausstellung Schatten und Licht. Viele zahlreiche Besucher waren hier schon bei uns gewesen. Flagen sich auf den Weg gemacht zu uns in die Ausstellung. Ich möchte uns einfach ein bisschen das wiedergeben, was Sie erfahren haben, was Sie gespürt haben, was auch ein kleiner Besuch für Sie bedeutet. Ja, sehr gerne. Also ich habe die Ausstellung sehr genossen. Ich war auch sehr gespannt. Das Thema hat mich direkt angesprochen. Und zuerst war ich mal fasziniert von den Räumen an sich, die in dieser Ursprünglichkeit so authentisch sind, so viel Leben ausstrahlen. Also ein wunderbarer Ort für die Ausstellung. Dann konnte ich in den Genuss der Führung von Bruder Stefan kommen. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis. Es hatte fast Züge einer Meditation. Das hat mir sehr gut getan, auch in der Kombination mit dem Exponaten war das wunderbar für mich. Und das Thema Schatten und Licht ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat, angesprochen hat, in der Kunst, aber auch im Leben. Und diese vielfältigen Bezüge, diese Kontraste, diese Ambivalenz, die sich in der Kunst darstellt, hier fein zusammengestellt, Kunstwerke auch. Ja, sie haben ja auch einen Widerspiegel, einen Widerhall im Leben an sich. Und diese tieferen Ebenen des Themas, den konnte ich wunderbar nachspüren hier. Und deswegen ist die Ausstellung für mich eine echte Bereicherung gewesen. Und ich danke sehr herzlich dafür, hier sein zu dürfen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Wir hoffen, Sie kommen wieder. Wiederholungsfehler sind uns sowieso immer wieder recht. Vielleicht zum vierten Wochenende der Ausstellung. Ein schöner Mittag noch.